Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 10. Mai. Jesus führte seine Jünger hinaus nach Bethanien. Und es geschah, da er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf zum Himmel. Sie aber kehrten wieder nach Jerusalem mit großer Freude. Lukas 24, Verse 50 bis 52. Es ist erstaunlich, welche Gegensätze in dieser beachtenswerten Geschichte vereinigt sind. Da ist von Abschied und zugleich von Freude die Rede. Abschied, das ist eine bittere Sache. Scheiden tut weh, heißt es in einem Volkslied. Ich habe Männer weinen sehen, als ein Urlaubszug im Krieg wieder hinausfuhr an die Front. Und wie hart kommt es uns an, am Sterbebett eines lieben Menschen zu stehen. Hier nehmen die Jünger Abschied vom Herrn Jesus. Er geht zurück in die himmlische Welt zu dem Vater. Wie viele Erinnerungen mögen sie in dieser Stunde bedrängt haben, wie sie mit dem Herrn durch die Städte, Dörfer und Felder wanderten, wie er in stillen Stunden ihnen die Geheimnisse des Reiches Gottes öffnete, wie er vor ihren Augen große Wunder tat. Das alles ist jetzt zu Ende. Er schied von ihnen. Da erwarten wir Traurigkeit. Aber zu unserem Erstaunen ist die Rede von großer Freude. Wie kam denn das? Sie hatten begriffen, dass ihr Meister nun König ist über alles. Während der Hitlerzeit wurde ein schwäbischer Bauer vor die geheime Staatspolizei zitiert. Man fragte ihn nach seiner politischen Überzeugung. Da erklärte er: Ich bin Monarchist. Ich glaube an die Alleinherrschaft des Herrn Jesus. Er ist König über alles. Was der auf Schwäbisch sagte, haben die Jünger auf Aramäisch bekannt. Der Liederdichter G. Terstegen sagte das in einem schönen Himmelfahrtslied. Sollte ich nicht zu Fuß dir fallen und mein Herz vor Freude wallen? Herr, lass deine Herrlichkeit unser Leben überstrahlen. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Herzlichen Dank für dein Abo, deinen Daumen hoch und deinen Kommentar. Teile gerne meine Videos, somit erfahren mehr Menschen von Gott. Weitere Informationen findest du in der Infobox unterhalb vom Video. Jesus Christus segne dich.